und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich mache mich jetzt fertig. Ich finde das immer komisch, also dieser Zustand, wenn man irgendwie so geschminkt ist, aber nicht fertig geschminkt ist, weil die Lippen noch fehlen und keine Ahnung, da finde ich mich immer voll hässlich. Hässlich würde ich nicht sagen, aber so, ich fühle mich so voll unwohl dann noch. Wie ihr seht, muss ich jetzt meine Haare noch machen. Die sind gerade, ich habe sie gerade glatt geföhnt und werde sie jetzt noch locken. Und dann werde ich zu meiner Schwiegerfamilie gehen. Also, ich werde mich natürlich noch umziehen. Ja, ich habe halt auch wieder ein bisschen stärkeres Augen-Make-up gemacht. Also Fake Lashes, ein bisschen Highlighter und ja, alles Mögliche. Und genau, ich nehme euch ein bisschen mit über den Tag heute. Und ja, auch beim Fertigmachen jetzt noch. Also, wie ich meine Haare... Kann ich natürlich nicht gehen. Das ist jetzt mein Chiller-Look für daheim. Und jetzt zeige ich euch mein Outfit of the Day. Okay, und hier bin ich wieder. Leute, ich habe kurz mein Outfit gewechselt. Also ich habe heute mal ein Kleid angezogen. Blöd, ja, ich habe leider nicht so viele Sachen mehr irgendwie für dieses Wetter. Ich weiß nicht, ich habe zwar viele Kleider, aber es sind alles Sommerkleider. Und dieses Kleid kann ich mit Strumpfhosen und mit Papuch. Mein Terlix. Dieses Kleid kann ich mit einer Strumpfhose kombinieren, deswegen habe ich das jetzt angezogen. Ich hätte gern was anderes, was schickeres und ein bisschen schlichteres angezogen. Aber ja, das ist jetzt heute mein Beidem-Outfit und ja, ich sag dann mal, wir sehen uns gleich wieder bei meinen Schwiegereltern, also bei Emdach zu Hause. Bevor ich gehe, wollte ich euch noch ganz kurz etwas zeigen. Und zwar sind meine Brautschuhe angekommen. Ich habe die von JJ's Haus oder so bestellt, ich weiß gar nicht. Ich habe zum ersten Mal dort bestellt, habe jetzt einfach gedacht, komm, ich probiere es mal auf gut Glück. Und die Schuhe sind wirklich angekommen und die sind wirklich zuckersüß. Ich habe zwei Paare bestellt, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und ich werde die euch jetzt zeigen und ihr könnt ihr einfach mal in den Kommentaren abstimmen, ob ihr die rechten oder die linken, nehmen würdet. Moment. So, also ich zeige es euch jetzt mal so verpackt. Also das wären jetzt einmal, das ist eine Variante, das ist jetzt die rechte Seite. Also wer für das ist, schreibt rechts. Und wer für diese hier ist, schreibt links. Das ist die andere Variante. Ich kann es euch mal so ein bisschen rausholen. Und beide sollen sehr bequem sein. Mal schauen. Leute, bevor ich es vergesse, ich habe noch für Emdach ein Beidem-Geschenk. Ein kleines, nichts Großes. Aber ich finde, ich habe das voll schön verpackt. Oder? Also normalerweise bin ich nicht so gut in sowas, aber ich finde, das ist richtig süß geworden. Und das tue ich jetzt in diese Samttasche noch rein. Und dann nehme ich nachher für euch seine Reaktion. Ich hoffe, er freut sich. So, ihr Lieben, ich bin jetzt bei Emdach angekommen. Also besser gesagt bei meinen Schwiegereltern. Und guck den mal an, wie schick. Guck dich mal an. Hey, diese beiden Badegossen. Ja, ne. Ist das süß? Şu anda Türkçe yapalım. Türkiye'den gelenleri yoksa bakanları evet sizin ellerinizden öpüyoruz. Küçüklerden evet. Gözlerini öpüyoruz. Evet. Evet arkadaşlar sizin büyüklerimizin öpüyorum. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Ve daha sonra görüşmek üzere. Evet. Ne kadar güzelsiniz. Çiz. Bir daha bakayım. Evet. Efendilerin çok olsun. Güzel kardeşim benim. Allah ben razı olsun. Sağ olasın. Haydi daha odana. Bir şey mi bekliyorum? Böyle elini için içeriden böyle şey yapıyor. Böyle. Gel. Gel. Sen... Olur, bak ne güzel şey paketlemiştim, böyle güzel. Okey. Mahcup oldum şimdi. Nice.
Weißt du, mit Weiß, aber er kennt halt nicht. Ach, ich hätte es nie sagen mit dir. Nee, was denn? Und es sind die Jotte. So. Niye zahmet ettin? Hı? Çok güzel. Sen mi? Sen ne zahmet ettin ya? Vallahi. Hiç ben onu alacağım yerde bana alayım ben lan. Hikaye. Sen bugün benzete yani. Ha? Bugün bayram. Bugün. Baba kalk, senden de bir şeyler bekliyoruz. Verstecken uns gerade hier Leute, weil Eltern sind oben und ja, wir probieren jetzt mal. Emma probiert jetzt mal seine Uhr an. Die ist komplett verklebt. Wir gehen gleich hoch. Es gibt nämlich Frühstück. Wir frühstücken heute gemeinsam mit der Familie. Und ich fand die Uhr so schön, weil dass ich die unbedingt einfach holen musste. Und ich kann ich dir sagen? Was? Sonika? Ja. Leute, eigentlich wäre morgen unser Standesamt gewesen. Aber leider durch die Corona-Lage aktuell können wir morgen nicht standesamtlich heiraten. Und diese Uhr hatte ich eigentlich für unser Standesamt. Amtgeschenk sollte das sein und Beidamgeschenk zugleich, weil wir am Beidam geheiratet hätten. Das wurde jetzt nichts, deswegen habe ich gesagt, ich schenke es ihm direkt am ersten Beidamtag. Und guckt euch mal bitte die Uhr an. Also ich weiß nicht warum, aber ich fand die so wunderschön. Also die sieht auch total edel aus. Auch von innen, guck mal, wie schön. Schaut, guck mal, wie schön das aussieht. Ja. Ja, Leute, also unsere große Überraschung mit dem Countdown war eigentlich unser Standesamt. Wir hätten am Beidam geheiratet. Das war extrem schön alles, war perfekt geplant. Hat jetzt doch nicht gereicht. Aber es hat nicht geklappt. Ich kann nichts dran ändern. Unser Standesamt wurde jetzt verschoben. Hoffentlich wird es klappen. Ja, ich habe nicht mehr olacak. Aslında yarın olacaktı ama Corona yüzünden. Ertelendi arkadaşlar. Evet. Evet. Ben sana takarım. Da çıkmadı. Her tarafı verkleyip burayı da açmam lazım. Oh. Ben de şimdi sana kutluyorum. Bayram mübarek olsun. Sağ ol bir tanem. Haşlı nerede? Haşlı'nın aşağıda. Hmm. Ama bu sefer banka kartımı hediye ediyorum sana. Bir gün bayram. Erken kalkın çocuklar. Du bist mein größtes Bayramgeschenk. Du meinst auch. Wirklich. Bis später. Ciao. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen, Leute. Ich rufe jetzt meinen Cousin an. Welchen Cousin? Ja, sie. Ja, Leute, uns ist echt ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Ur, der Arme, der steht auf, wie bestellt. Also. Komm her, da ist ein Heinz. Oh, nicht schon wieder. Okay, was war das? Oh, Move 74. Oh, da hast du gesehen, wenn ich gedreht. Okay, Leute, ja, uns ist allen langweilig, wie man merkt. Also, es kommt kein Besuch, wir gehen nicht zu Besuch. Ja, Leute, das ist very boring. Eid Mubarak, aber was willst du machen? Also, eigentlich ist es ja gegen wirklich der schönste Tag, ne, heute Beidam. Aber bei uns ist es ein bisschen langweilig. Leute, wisst ihr eigentlich, dass wir morgen standesamtlich geheiratet hätten? Haben wir das schon erwähnt? Das haben wir vorher kurz gesagt. Ist mir egal, ich will es nochmal gesagt haben. Leute, wir hätten Marisa hätte ab morgen meinen Nachnamen getragen und ich habe gesagt, so einfach ist es nicht. Du musst erst ein bisschen was machen. Und jetzt habe ich verschoben. Hätte, ne? Okay, Leute, kurzer Real Talk. Wir haben eigentlich wirklich morgen unsere standesamtliche Trauung, hätten eigentlich unsere standesamtliche Trauung gehabt. Die wurde aber leider wegen Corona verschoben. Es ist halt gerade so, wir können nichts dran ändern. Mal gucken, wann es dann, wann der nächste Termin sein wird. Inshallah, bald, Leute, ihr werdet es dann aber früh genug erfahren. War für uns wirklich blöd. Wir waren ich habe so überlegt, ist das Zeichen Gottes? Gibt es vielleicht andere, bessere Frau, die auf mich wartet irgendwo? Und dann habe ich so gemerkt, ich bin im Traum. Marisa hat mich so geweckt. Ich so, okay. Wir sehen! Ey, Junge, wie siehst du eigentlich aus, Alter? Was hast du gemacht? Alter, Gusi, bitte mach den Hey, Gusi, du hast ja hier so ein Doppelkind. Das ist richtig witzig. Mach mal kurz nochmal runter. Nein, ich schwöre, ich nehme dich nicht auf. Gusi, nimm mal kurz deine Maske runter.
Nimm noch mal kurz runter, du bist richtig jackgeschickle geworden. So, ihr Lieben, wir sind jetzt im Auto. Nimmst du eben noch seinem Cousin und so Jenge. Ja, wir freuen uns richtig. Wir trinken jetzt ein Cappuccino und so mit unseren beiden. Cappuccino. Hast du es lieb davor, das? So, Leute, ich bin gerade daheim angekommen. Ich ziehe jetzt kurz meine Schuhe aus. Wir waren bis jetzt bei Besuch und es ist 5 vor 10, also am Abend, es ist 5 vor 10 Uhr. Und da jetzt die Ausgangssperre anfängt, mussten wir jetzt daheim sein. Also ich bin jetzt bei mir daheim. Emdach fährt gerade noch zu sich nach Hause. Und jetzt esse ich was Richtiges, weil ich habe mega, mega Hunger. Bis gleich. Es hat einfach nichts zum Essen da. Fail. Was soll ich jetzt essen? So, Leute, ich mache mir jetzt noch Wraps. 2 Stück. Das sind mehr Corn Wraps. Ich habe übel Hunger, deswegen ich muss jetzt irgendwas essen und es gibt leider nichts. Ich habe jetzt keine Lust, Reis zu kochen oder so. Deswegen werde ich mir die hier machen mit ein bisschen Tomate, Salat und Putenbrust. Ja. So, ich setze mich jetzt noch ein bisschen hin, gucke eine Serie und esse meine Wraps. So, ihr Lieben, das war's jetzt heute für den Vlog. Ich gehe jetzt nämlich schlafen. Ich bin richtig müde. Ich habe gerade noch meine Serie angeschaut. Meine Haare. Katastrophe. Auf jeden Fall wünsche ich allen eine gute Nacht. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Bayram-Tag, falls ihr Bayram feiert. Und an alle, die nicht feiern, hoffe ich natürlich trotzdem, dass ihr einen wunderschönen Tag hattet. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Vlog oder beim nächsten YouTube-Video. Ich habe euch lieb. Passt auf euch auf, schlaft gut und vergesst nicht, das Video zu liken, zu kommentieren und unseren Kanal zu abonnieren für weitere Videos. Bis dann!